Ja, herzlich willkommen zu dem Prognosenspiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Oder eigentlich eher andersrum. Wir mussten mal wieder ein bisschen die Stadien tauschen. Hat da kleine Connecting-Probleme. Irgendwie will Origin da nicht richtig die Namen annehmen. Aber das ist ja egal jetzt. Wir fangen an mit dem Prognosenspiel. Meine Wenigkeit wird den BVB in diesem Spiel repräsentieren. Mein geschätzter Özcan wird Schalke repräsentieren und er wird natürlich sein Bestes nehmen. Ich glaube, das werden wir jetzt mal schnell überspringen. Oder? Oh, Harald der Fimmler wird unser Schiedsrichter sein. Na, wollen wir hoffen, dass der alte Junge nicht allzu böse wird. Achso, Aufstellung haben wir erstmal so standardmäßig gelassen. Jeder hat so ein bisschen das gemacht, wie er das gerne wollte. Also wir haben uns ja jetzt nicht an irgendwelche strengen Richtlinien gehalten. Wie ihr seht, hier ist hier Bender zum Beispiel auch mein Captain. Hier die Aufstellung 4:3. Afelay ist mit im Sturm. Ich denke mal, das ist auch recht realistisch. Ob das mit Patapopoulos noch so wirklich hinhaut. Er soll ja irgendwie verletzt sein. Na, mal sehen. Hier die Aufstellung von mir, BVB. Ich habe mir Reus das schön in die Spitze geholt. Götze im zentralen offensiven Mittelfeld. Und Bender mit im zentralen Mittelfeld. Ich denke, da ist der einfach am besten aufgehoben. So, Schiedsrichter macht links und rechts mal seine, ne, ich bin bereit, Slogan. Und jetzt das Derby. Der BVB gegen Schalke 04. Und Schalke hat hier Anstoß. Und es geht auch gut los. Ja. Und da bindet der BVB natürlich gleich die erste Attacke von Schalke 04. Reus schön auf Schmelzer. Schmelzer kann sich gehalten. Lewandowski auf Höhe mit ist. Aber das war einfach zu schwach. Und jetzt hier die erste Chance. Huntelaar und der Jan Klaas konnte sich nicht bewerben. Und hier nochmal die gute Chance. Ein Hin und Her. Da ist ein Spiel. Das gibt's doch nicht. Ah, das verpassen wir hier. Da kommt Gündogan einfach nicht mehr ran. So, weiter geht's. Mit der Ball ein wenig gehoppelt. Und wieder. Ja, das war ja mal nix. Soll es jetzt ein bisschen über die Außenlinie gehen? Ja, das war doch einfach zu früh. Und hier, Jones macht einen Fehler. Lewandowski, aber der kann sich nicht, der kann den Ball einfach nicht halten. Und hier auch wieder ein Fehlpass. Hier ist doch noch sehr viel Unsicherheit in diesem Spiel mit drin. Hier sehen wir es wieder. Ja, keine wirklich gute Passgenauigkeit. Da ist, denke ich mal, jeder etwas nervös. Gerade in einem Derby will doch keiner seine Schwächen wirklich zeigen. Ja. Huntelaar wieder mit dem Ball und ein Fernschuss, aber das war ja wirklich nichts für beiden Fälle. Den hätte auch ein. Wie sagt er mal so schön? Den hätte auch ein. Oh! Schmelzer kann er gerade noch rennen. Kann er sich durchsetzen? Ja. Zurück auf Weidenfeller. Und der BVB doch mehr oder weniger in arge Bedrängnis. Ein langer Pass, gut gehalten. Jetzt die Chance. Die Chance von Lewandowski. Und das gibt es nicht. Ganz knapp an den Pfosten heran. Hier doch der BVB mit der ersten wirklich harten Chance, auch sehr geil ausgedrückt, mal wieder, hier weiß nicht, wer den Ball kriegen soll, denn doch wieder ein Fehlpass und jetzt wieder der BVB. Ah, Lewandowski kann sich da nicht durchsetzen, jetzt Plischikowski, aber das war doch mehr gewollt als gekonnt. Und jetzt der Schalke 04 wieder in Angriffsposition und Huntelaar versucht da einen Fernschuss. Verfahren jetzt, kann sich durchsetzen. Weidenfeller kann nur parieren, nochmal parieren. Und
Verfahren, aber da kann Weidenfeller ihn sich doch richtig schnappen. Hat den Ball sicher. Meine Güte, was für ein Spiel. Es lebt das Derby-Spiel. Hier Schmelzer gegen Patapopoulos. Kann sich gerade so irgendwie durchsetzen. Ein Hin und Her in der Mittelfeld. Und jetzt der BVB. Schuss! Und doch, der geht doch meilenweit daneben. Und spielt Schalke erstmal ein wenig auf sicher. Schönes Passspiel sehen wir da. Holpi schön austricksen. Aber das lässt der BVB dann doch mal nicht zu. Boah! Huntelaar! Ja! Wenn du nicht aufpasst, dann ist er da! Der Jan-Klaas Huntelaar! In der 36. Minute macht das Tor für den Schalke 04. Für den Schalke 04. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gesagt habe. Ist ja auch egal. Jeder weiß, wer gemeint ist. Und Schalke wieder im Angriff. Links, rechts, Verfahren versucht es. Oh, noch gut gegangen. Verfahren wieder mit der Chance. Und nein, das war nichts. Abgewehrt von einem Innenverteidiger. Verfahren wieder mit der Chance. Oh, Weidenfeller kann gerade so parieren. Und kurz nochmal. Na, kommen sie durch. Aber nein. Kommen jetzt wieder die Chance. Aber der ging vorbei. Da hat Matip einfach zu doll raufgeschossen, ohne genau zu präzisieren seinen Schuss. Gott, bin ich aufgeregt. Ich kann nicht mal die Wörter korrekt. Ja, ich denke auch mal, das ist schon jetzt gerechtfertigt, dass Schalke dort jetzt der BVB, Lewandowski, kann er sich auch nicht, oh, das gibt es nicht, da schießt er direkt auf den Mann, Wunderstahl kam da einfach mal raus, ja, das kennen wir immer ganz gerne von Neuer, der macht das auch immer ganz gerne, Halbzeit. Es steht 1:0 für FC Schalke 04 im Derby gegen Borussia Dortmund. Ja, und da sind wir wieder. Zweite Halbzeit. Borussia Dortmund gegen Schalke 04, das Derby am 20.10. Definitiv live auf Sky zu sehen. Oh, war das ein Foul? Nein, Schiedsrichter Himmelfimmel hat es mal nicht gesehen. Glück für Schalke, die hier versuchen nochmal. Aber da war die Innenverteidigung rechtzeitig da. Konnte das Problem lösen. So, der BVB jetzt in einem guten Passspiel versuchen über außen ranzukommen. Und das war der Abseits. Das habe ich doch gesehen. Gucken wir da. Ja. Da stand er halt im Abseits. Schade, schade. Und nochmals schade. Und jetzt Schalke über links. Ausgetrickst, draufgeschossen, hin und her mit dem Kopf. Ja, Mai. Und jetzt Lewandowski zieht ab, aber es ist keiner wirklich da, auf den er spielen könnte. Und jetzt, oh, Fehlpass. Der sollte bestimmt zu seinen Mitspielern nach innen kommen. Und der, ach, der steht doch schon wieder im Abseits. BVB noch komplett nicht im Spiel drinnen, einfach zu viele Fehlpässe, die Abseitsfalle einfach nicht richtig ausgeklügelt. Und jetzt wieder der Versuch, ach, auch wieder ein Fehlpass. Ja,
Und jetzt Farfan wieder für Schalke. Setzt er sich durch? Nein, er kann sich nicht durchsetzen, aber das wird doch abgepfiffen. Jetzt die Chance für Schalke, hier noch ein Ding drauf zu machen. Aber nein, der geht ja meilenweit darüber und vorbei. Schalke wieder im Angriff, aber da sind einfach zu viele BVBler, die das einfach nicht zulassen wollen. Jetzt war ein hoher Lupfer, aber der geht doch auch übelst vorbei. Ja, wir haben jetzt hier die 65. Minute, nicht mehr lang zu spielen. Wenn der BVB jetzt was macht, oh nein, kann er sich da so schießen? Nein. Ja. Nochmal kleiner Schuss von Reus. Aber auch gerade mehr gewollt als gekonnt. Hier Huntelaar. Huntelaar konnte sich durchsetzen. Und nochmal die Chance. Oh. Nur die Latte getroffen. Huntelaar beinahe schon das 2:0. Auf den Schlappen. Hier Lewandowski zieht nochmal ab, aber der Verteidiger von Schalke 04 einfach schneller konnte den Ball doch abwehren. Ja. Da klärt Subotic gegen Schalke. Oh, was machen die denn da? Verfahren mit eben der Möglichkeit auch nochmal das 2:0 zu machen für Schalke. Da fehlt es dann den Schalkern auch irgendwo am Quäntchen Glück. Oder vielleicht auch am Talent. Jetzt versuchen sie es mit kleinen Tricks, ja, ob man das jetzt schon machen sollte. Man führt mal gerade mit einem kleinen 1:0. Und der BVB jetzt. Oh, aber da wurde der Ball getroffen. Und immer wieder die Fehlpässe, die zu einem keinem guten Spiel führen. Jetzt das Hin und Her. Das wird doch so nichts. Wir sind schon in der 80. Minute. Jungs, wenn ihr noch was reißen wollt in eurem Derby-Spiel, dann jetzt. Wann sonst? Aber der BVB tut sich einfach schwer, durch die Abwehr von den Schalkern durchzukommen. Immer wird früh gestört. Auch hier wieder abseits. Finden sie noch in ihr Spiel. Wir hoffen es doch so sehr. Und jetzt Abstoß wieder mal auf einen verkehrten Player. Jetzt, Jungs, jetzt. Jetzt die Chance von Götze, Götze, Tor, Tor für den BVB. Na, das wurde ja auch mal bei Zeit. In der 89. Minute macht Götze Mario den Ausgleich zum 1:1 im Derbyspiel Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Hier nochmal, gerade nochmal die Chance, die auch gleich oben angezeigt wurde. 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, mit Schalke ist vielleicht, so wie die Schweden es nochmal schaffen, in den letzten paar Sekunden ein Tor zu machen. Aber ich glaube nicht. Der BVB ist aus. Und ja, da ist der Schlussstich. Und das Derby geht 1:1 raus in meiner Prognose. Ich muss sagen, ist gar nicht mal so unrealistisch. Beide Teams sind doch wirklich sehr stark. Mein Prognose wird so sein, 1:1. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und tschüss.